Die Young at Office ist eine Muss-Veranstaltung für jeden professionellen Office-Manager. Ein Jahrestreffen, wo man frische neue Impulse mitnehmen kann, vor allem mit neuer Motivation in den Arbeitsalltag wieder zurückkommen kann. Also generell erstmal, dass es das Thema der jungen Assistenzen anspricht. Da fühlt man sich zugehörig in einer Gruppe. Auch, dass man seine Netzwerke schließen kann, vor allem, wenn man auch noch nicht so lange in seiner Position ist. Es ist ganz wichtig, viele neue Kontakte knüpfen zu können. Die Inhalte sind super interessant gestaltet. Also man hat viele Lacher, aber auch sehr, sehr viele intensive Gespräche, über die man sehr viel Neues erfährt, inspiriert wird und Motivation und Lust hat, wieder nach Hause zu kommen und durchzustarten. Dass ich einfach für den Alltag viel mitnehmen kann, mich mit Gleichgesinnten austauschen kann, was Büroorganisation angeht, Unterstützung der Vorgesetzten, alles was so in Richtung Digitalisierung geht, wie man einfach digital Dinge ablegen kann, organisieren kann oder managen kann. Ich glaube, das ist besonders interessant, denn da werden wir nicht drum herum kommen. Wahrnehmung lohnt, ja? Dass es sich einfach lohnt, genauer hinzuschauen. Und das wirklich Wichtigste ist eigentlich, dass es immer an uns selbst liegt, wie andere Leute mit uns umgehen. Ich bin jetzt zum dritten Mal dabei und das ist jedes Mal motivierend, interessant, verschiedene Redner, verschiedene Themen, also sehr abwechslungsreich und umfangreich, das gefällt mir. Der Austausch mit den anderen Teilnehmerinnen, wir sitzen alle im gleichen Boot, haben ähnliche Probleme und Erfahrungen, also das ist ganz wichtig, der Austausch. Und dass es eben wirklich fachbezogene Inhalte hier sind, die dann auch im Alltag angewendet werden können. Das ganze Setting, die Aufmachung, man wird super herzlich empfangen, man wird super freundlich durchs Programm geführt, alles drum und dran, das ganze Paket stimmt einfach. Und wenn es nur eine Sache ist, die man hier mitnimmt aus diesen 2 Tagen, wenn es nur ein Impuls ist, der umgesetzt wird oder der gelebt wird, dann wird sich schon unglaublich viel verändern. Arbeitet an euch, bleibt nicht stehen, seid offen für die Innovation und dann kann euch da draußen gar nichts passieren.